mit schön dramatischer Reichsmusik vorgestellt. Wo sind schon wieder die Kugeln hin, by the way? Oh. Ja, ach, da, Gott sei Dank. Chris, hast du zum Würfel auch was zu sagen? Nein, einen Würfel habe ich nicht. Vielleicht wollte Chris einfach, dass keiner erschossen wird und deswegen war er vorher auch versteckt. Der wollte gerade nur die Patronen eingeiern. Keine Kugeln lassen, Chris soll zum Hitler nicht erschossen werden. Gut, es drücken bitte alle einmal B. Ja. Du bist der Würfel. Der erste noch. Kann mir den Würfel geben? Nein, das ist schon egal. Der würde dann Igel. Achso, wir haben noch nicht gewürfelt, scheiße. Warte mal, wie du. Da wurde Igel. Ich hab den Würfel, keine Sorge. Okay, sehr gut. Okay, danke. Ja, mach mal. TGW. Drückt wieder B, damit er nichts mehr sehen kann. Das wäre so geil, wenn das jetzt wirklich gestimmt hätte, ey. Das wäre echt genial gewesen. Können wir jetzt wieder alle B drücken? Dürfen wieder alle gucken? Ja, jetzt dürfen wieder alle gucken. Ach, jetzt hat der Philipp es hinbekommen, seine Karte wieder reinzutun. Ja. und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Secret Hitler mit denselben wie aus der letzten Folge. Schaut sie euch an, wenn ihr wissen wollt, wer ist. Nein, Gelb fängt an. Gelb fängt nicht an, weil Gelb gibt es leider nicht. Es fängt der Liebe und... Nein, nicht schon wieder, so ein Dreck, ey. Gibt's auch nicht, komm. Wieso kann es nicht einfach auf weiß liegen bleiben? So ein Mist, ey. Grün, jawoll! Och nee, nicht der schon wieder, ey. Nicht der David. David will mich. Ich war doch letzte Runde dein Buddy, David. Komm, David, wir haben letzte Runde so voll zusammengearbeitet. Jetzt kannst du mich erwähnen. War hier gerade ein fetter Würfel? Nein. Ja. Das sah nur so aus. Das ja, ein Mist! Wow! Toll! Wow. Ich glaube, wir müssen nochmal von neu anfangen. Das glaube ich auch. Gut gemacht! Ruffin, bitte! Ich wusste nicht, dass das geht! Wir haben uns alle geirrt, habe ich gehört. Ich habe eh nichts gesehen. Was war er? Ja. Können wir bitte einfach weitermachen? Mama, ich muss hier mit Nein stimmen. Okay. Gut, also nochmal dabei. Mann, war ich einmal Hitler, ja? Einmal Hitler. Jetzt war ich liberal, ich dachte, jetzt habe ich eine chillige Runde. Ja, aber mir so nicht, ne? Ich wusste nicht, dass man kann. Es wäre so witzig geworden. Oh, Michael, ich wollte Hitler sein. Also, war so lange schon nicht mehr Hitler. Ich habe hier diese offene Hand gehabt und habe mir gedacht, alles klar, das ist der fette Würfel, erstmal rausziehen. In der Fahrstuhl den Fahrstuhlkollegen entlarvt. Können wir die gleichen Teams nochmal machen? Ja. Ja, bitte, ey. Der ist auch ganz unauffällig. Oh, scheiße, ich wollte nur Würfel nehmen. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben blau und schlau gelöst. Schatz, hey. Blau steht für liberal. Ja. Ich hab die Sendung verstanden. Kinder, wir haben gerade blau und schlau gelöst. Du musst Edge mit dem Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Oh. Denn wir sind ganz schön schlau. Dieses Bellen. Ben überschreibt halt mit der Zone. Was mache ich denn? Er ist in seiner Zone. Aber hat seine Karten noch nicht genommen. Ja, ben, sowas haben wir gern, ey. David! Bin ich jetzt Hitler? Nein, schade. Ich bin jedenfalls leider nicht mehr Hitler. Also, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir so wie vorhin spielen. David! Oh nein, ich wollte mal nicht Hitler. David wollte was trinken gehen, wenn das nicht aktuell ist. Ich habe auch noch ein paar Karten. So, ich soll meine Karte rauslegen und blind folgen, gell? Nein. Alter, Robert von Stauffenberg macht hier Expansion. David ist nein. Burschen, bei mir werden... Ich weiß nicht, ob ich liberal oder Faschist bin. Ich habe keine einzige. Also, ich habe keine Rolle. Was? Bei mir werden die Dinge nicht anzeigt, meine Rolle. Okay, dann hast du sie beim Lilanen drüben drin legen. Du musst sie von hier drüben anziehen. Das ist der Nachteil, wenn du meine große Szene zahlen musst. Alter, ich bin aber das Böse. Ich habe sogar noch mal ein extra Feld, ja. Falls ich irgendwas schneller verstecken will. Ja. Kannst du das hergeben und den Würfel? Hey, den Würfel habe ich nicht, den hat Ruffy wieder. Ruffy. Könnt ihr bitte aufhören, am Anfang die Teile da reinzulegen?
Warte, wenn ich die jetzt rausziehe, habe ich dann Karten in der Hand. Oh, hey, Ben, hör auf meine Zone weg. Och Leute, wo ist die An... da. Gehen lassen. Wo ist der Würfel? Ich hab die bei passende mir. Farbe. Gut. Oh, ich fang an. Wir warten leider noch auf David. Baum ja. wurde gewürfelt. Dann. Baum wurde gewürfelt. Da lag doch nicht mal braun, oder? Doch. Du bist vollbraun. Es ist auch nicht ja. gewürfelt worden, oder? Nein, ist es nicht. Gut. Da David noch nicht da ist. Was ist hier los? Genau, auf den zu locken. Was ist so, David. Auch hör doch auf zu locken, ey. Find voll kacke, dass man. Scheiße. David, bist du jetzt wieder da oder nicht? Ja, okay. Ach, Leute, hör mal auf jetzt. Bitte. Ja, hört mal auf mit dem Scheiß. Okay. Echt mal, Alter. Und wo ist jetzt hier das Kanzlerteil, ey? Ben. Oder ist es hier angegangen? Jetzt ist Ben weg, oder was? Wer hat das Kanzlerschild geklaut? Ben. Ich glaube, das war bei Ben eigentlich. Jetzt hört auf, hier Sachen rauszuziehen, Leute! Ja, ich will schauen, ob das Kanzlerschild da drin ist. Nein, Ben hat das. Das war gerade in so einem Ding. Das Kanzlerschild. Ben, hast du das Kanzlerschild echt? Nein, Mann! Okay, der ist ja, aber zu dir hingeflogen. Oh. Da war was drin. Ja, hab ich auch gesehen. Ben, welchen war was drin? Da ist nirgendwo was drin. Da war eins mit so einem drinne hier. Wer von euch hat jetzt das Kanzlerschild, Boys? Nicht mal lustig. Das Kanzlerschild. Ja. Ach, Ben, ey. Das war nicht drinnen, da war nur das letzte Stück. Das hat Ceres, wäre es in meinem Feld. Ja, ist ja. Es ja. So denkt das halt. Wenn man so lange gebraucht, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich war. Also, ich war nicht ich Hitler, das weiß ich. Also, bin dafür, dass ihr alle Hitler wart. So. Und dafür, dass wir jetzt endlich mal anfangen können. Ja, los. Alle B. Gut, alle B. B. Ach, B. Ja, hab ich auch gehört, Alter. Chris? Ach ja, Rush B. B Rush. Rush non-stop. Dicke B. Gut. Der Hitler, der ein Arschloch ist, weil ich das gerade nicht bin, drückt jetzt Praxis bitte. Ich glaube auch, dass Ganesh jetzt Hitler ist. Ja, Ganesh ist Hitler. Oh, das fände ich schön jedenfalls. Drückt jetzt bitte einmal B und legt seine Hitlerkarte vor sich raus, drückt wieder B, damit ihr sie sehen kann, so, ne? Okay. Ja, hast du gut gemacht, Philipp. Mach noch ein bisschen langsamer, damit Philipp mitkommt. Ja, das ist immer wieder vergessen, die Karte reinzuholen. So, also Hitler sieht das nichts mehr und hat seine Karte aber vor sich gelegt vorher. Ja. Denn jetzt drücken die Faschisten einmal B. Okay. Und schauen sich an, wer der Hitler ist und wer die anderen Faschisten sind. Aus dem Faschus voraus, ja, so ist das geil. Faschuland. Und drücken wieder Bild, dass sie nichts mehr sehen können. Es darf auch keine Faschokarte mehr im Feld liegen und ihr dürft von keinem anderen die Karten rausnehmen. Alles klar, Junge. Quasi. Alles klar, ich bin auf deiner Seite. Echt? Und der Hitler darf seine Karte wiederholen. Egal, wir sind jetzt gemeinsam ja, Faschisten, Moment, ne, David? Moment. Schön. Hab's so. Sehr gut, Philipp. Ich bin stolz auf dich. Weißt du, was das Problem ist? Weil Philipp könnte es auch wirklich stimmen. Ja, das weiß man. Sollen wir jetzt gucken? Nein, der Hitler, keiner darf mehr was sehen, keine Karte darf mehr da liegen. So, fertig. Und das dürfen wir alle gucken. Ich war mal wieder so klug zu vergessen zu sagen, wenn ihr nicht wissen wollt, wer was ist, dann schaut jetzt einmal kurz weg. Und jetzt könnt ihr wieder gucken, denn es stand eben kurz, wer was ist, für die, die das wissen wollen, so, ne, und ja, es geht weiter. Okay. Oh, ich hab's vergessen reinzutun. Das zeigt den Girls auch immer. Wir haben blau und schlau gelöst. Okay. Eindeutig weiß. Ab, ich hab gar nicht geguckt, was gibt's nicht. Weiß ich. Kinder, wir haben gerade blau und schlau gelöst. Okay, oh, Ben darf anfangen. Ach nö, ich bin letzter. Welche? Die Seite oder die Seite? Ja, danke, Chris. Robert. In Uhrzeigersinn. Ein Geschenk. Ich bin dafür, dass Raffi Hitler ist. Oh.
bist du dafür, dann musst du mich aber auch zum Hitler Moment, wählen. Das ist aber das Verbünden der Großmächte hier gerade, das finde ich nicht gut. Ja, aber wir kennen City States West mehr Leute, das heißt, wir haben mehr Wahl. Ja. David, bitte. Was? Was? Wo ist die zweite Kugel? Ach, Leute. David, wie kannst du... Ich hab die dir leicht reingestellt, ihr Spaß. Das war Chris. Der hat mir doch die andere reingestellt. Geil. Oh. Wo sind die vollsten Karten eigentlich so klein im Vergleich zu den anderen Karten? Da will gar nicht anfangen. Hat er schon angezählt? Ich hab die... an Moderation von letzter, der misslungenen Folge genommen. Meinst du die Outtakes sein? Hast du die genommen oder wirst du sie nehmen, Ganesha? Habe ich, weil da wir gerade im Video sind, ist es in der Vergangenheit. Chris hatte keine Wahl, ich hab's einfach. Das heißt, du bist der Fascher, alles klar, danke. Dann noch ist nur eine rote Karte da, ja? Jetzt komm ich, ja. Mit dem Unterschied, dass man nicht behauptet, dass er eine Wahl hatte. Gibt es mal was? Das wäre schon ein kluger Schachzug von mir, finde ich. Es ist immer gut, am Anfang zu wissen, was der Michael ist, deshalb mache ich das möglichst schnell. Chris, Schlachtzug hast schon. Guter Schlachtzug. Ja, war's, ne? Ja, warte. Bitte gib mir keine rote. Ja, wenn ich eine blaue kriege, werde ich dir die definitiv geben, weil ich bin ja so gut wie immer liberal. Das nervt. Wenn du sie mir gibst, dann lege ich sie auch. Das ist doch ein gutes Team hier gerade. Oh, schnelle Entscheidung. Ja, so muss das. Oh. So muss das. Name. Also ich weiß ja nicht, was du hier meinst mit muss. Nee. So. Faschist. Gott sei Dank. Da hast du Angst bekommen. Da. Ja, ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber ich war mir sicher, dass du ein bisschen trollen wolltest. Aber ja, natürlich. Hab wie gehofft, dass du nur ein bisschen trollen wolltest. Ja, was ich gehabt habe. Es geht nicht, geht nicht. Den Kühl ist elected. Was hattest du jetzt hier gewählt? Ich hatte zwei rote und eine blaue. Okay, ich nehme David, der war noch nicht, oder? Ja, okay. Der war noch nicht. Jetzt habe ich mir Rechts so ist ja. Das ist richtig. Ich bin liberal. David! Also wie war das? Ich muss jetzt drei Stück nehmen, gell? Ja. Ich habe aber zugeschaut, ich war dabei, ich habe nur vergessen, die Hand zu wechseln. Ah, wie kann man denn die Hand wechseln? Ja, nehmen Sie gefälligst aus der Hose raus. Also, nicht die Hand, das mache ich mit der linken. Ja eben, du hast vergessen zu wechseln, was du unter rechts. Erstmal einen Sack kratzen, wenn du das gesagt hast. Ja, fühlt sich viel besser an, wenn es die andere Hand macht, ne? Die fremde Junge. Erstmal eine Abwechslung. Ist ja gut, David, ich mach das schon. Vorher nochmal. So, jetzt also, das totale Kartenchaos. Wieso Kartenchaos? Was bin ich eigentlich heute? Oh Gott, Alter. Alles klar, wir können uns sicher sein, dass David die Wahl hat. Ja. Ach, so muss das. Das ist doch schon mehr viel besser als letzte Runde. Ja, ich hatte also eigentlich nicht, weil letzte Runde war ich Faschist, aber da ich jetzt. Ich hab eine blaue abgelegt, das waren zwei blaue. Und ich hab dir die Wahl gelassen. Jetzt war jeder einmal dran, außer ich will. Alter, was ist denn mit dem Kartengott los, ey? Dass der am Anfang so viele blaue reinmischt, ja, genau. Ja, das ist voll kacke, dass man nicht zwei legen kann. Sechs oder fünf? Sieben. Sechs. Oder? Sechs. Oh, wie süß, er glaubt doch an Gott. War jeder schon mal, wir nehmen ihn. Ich glaube, einer hat gerade gesagt, er war noch nicht. Wir können. Ja, ich. Nimm Ganesha. Ja, allgemein. Nimm Ganesha als Kanzler. Ja, finde ich eine gute Wahl. Wobei, Konstantin hat ja nichts gemacht, da kann man sich nicht sicher sein, ob dem jetzt wirklich eine blaue gibt, aber lassen wir uns mal auf einen. Ich hab einen guten Anfang gemacht. Ja, und ich hab einen guten Ende gemacht. Ach, liegt die noch ein bisschen drin? Ups, ich hab die ganze Zeit schon da liegen. Ja, Chris. Ich sag's euch, David ist sowas von Hitler. Was? Ja? David ist Hitler. Der hätte sonst nicht die blaue gelegt. Wenn du das sagst, dann musst du das spielen. Die rote gelegt. Wenn Philipp das sagt. Diese Logik ist so logisch, danke schön. Jetzt kommt er so mit den Next Level Tactics, so Physikzeug. So Physik-Psycho-Zeug. Ja, fast so. Bekommen. Du hast von Faschist. Okay. Ja, du darfst jetzt eine Karte überprüfen. Ah, ich darf eine Karte überprüfen. Ich würde sagen, nimm Ganesha. Ja. Ich würde David bei Ganesha weiß man nicht. Warum nicht? Bei Ganesha kann man nie sagen, wenn du Philipp bist, können wir uns endlich mal sicher sein, was Philipp ist.
Aber Leute, ich möchte mich nicht wieder aufregen müssen, ja, also. Habt ihr ein bisschen nicht. Aber wenn ich jetzt Philipp nehme, ist der ganze Spaß weg. dann ist der ganze Swing State raus, Junge. Spannung. Ja, es ist keine Überraschung. Wir können den Swing State nicht außen vor lassen. Ja. Der Swing State hat ein Alleinstellungsmerkmal, ihr dürft ihn. Ich kann das eigentlich schon. Was will ich denn aus? Ja, ich kann nicht. Jetzt und dann mich? Okay. welche war das? Die Party-Membership, ja, oder? Ja, die Partner. Nicht okay. Die Secret Row, ganz sicher. Da steht nämlich auch drauf, dass du Hitler bist. Nee, da steht da nicht drauf. Ja. Das ist liberal. Alles klar. Sehr schön. Oh, vielleicht haben wir ein liberales Bermuda-Dreieck hier. Alles klar. Aber nicht mit dir, oder? Weil dann wär's kein Dreieck, sonst ja. Liberaler. Bermuda, ja, ich nehme mich doch als ganz Großmächte. Klar, ich bin die beste Wahl. Ja, kennt das ja, wenn man mit den Bitches schreiben muss. Die Großmächte. Über die Jahre. Nein, sonst heißt es wieder, wir spielen so zusammen. Ja, hat schon wieder eine Karte draußen. Was liegt das, Big? Nimm Michael. Ist aber noch nicht jetzt, ja, kann man den, jetzt kann man ihm noch vertrauen. Michael, weil da weiß man, den kann ich nicht leiden. Ich hab zwar keinen Grund zu glauben, dass Konsti recht hat, aber ich gehe mal davon aus, dass du liberal bist. Moment. Ich hab schon Pyrm gedreht. Wieso ist man nicht schon alle da? Dreikert hier. Immer diese Liberalen hier. Also ich kann relativ sicher sagen, dass Dark Ruffian liberal ist. Das ist gut. Da wäre ich mir noch nicht so sicher tatsächlich. Deine sympathischen Kräfte haben dir das gesagt. Ja, ja, das haben die mir mitgeteilt. Nein, wenn er ist Philipp Faschist so und sagt, weiß, wer was ist. Wenn Philipp das so sagt, muss es so sein. Ja, haben wir. Ja, Mann, das ist fuck. Ups, ja, okay. Ups, da habe ich aus Versehen die blaue weggelegt. Ja. Okay, hab, so. Hab jetzt leider drei gezogen. Nee, jetzt hörst du mal zu. Vorhin sind 8 Karten drin entgegen. Das heißt, so in den 8 Karten waren 3 blaue. Konst hat gesagt, 3 schwarz, also 3 rote hat er weggelegt. Das heißt, in den 5 Karten waren 3 blaue. Und jetzt wollt ihr mir erzählen, Michael, Philipp hat eine abgelegt, oder? Ja, das habe ich schon mit einberechnet. Das heißt, entweder Konsti hat einen Scheiß gemacht oder Oberst. Einer von den beiden ist auf jeden Fall Fascho. Ich habe 3 rote gehabt. Ich hab vielleicht eine blaue weggelegt, um Ruffy zu forcen, damit man vielleicht denkt, dass er Faschist ist. Fände ich gut. Aber nur ganz vielleicht. Diese Ehrlichkeit, die ja. Toll. So ehrlich müssen alle Faschos sein. Hey, ich bin liberal, er soll der Fascho sein. Fährt auf den Tisch und so. Also, vielleicht ist es ja auch, ich weiß es nicht. Also ich hab auf jeden Fall das Rote bekommen. Ja, das könnte ich jetzt auch behaupten. Was? Also, was hast du bekommen, Chris? 2 rote und 1 blaue. Und die blaue habe ich weggehauen. Wow! Hey, auf meine Taktik, ja. Alle sind sprachlos. Können wir Chris bitte komplett rauslassen, diese Runde? So, jetzt muss ich. Hey, stopp! Es kommt diese also, Wahl, diese. Sonderwahl. Fuck, wir waren gerade. TKW. Ja. Ich hatte TKW. Stimmt, jetzt darf der Präsident sagen, wer präsidiert. Wow. Ja, ich möchte gern Präsident sein. Ich bin nämlich. Übersteht nämlich mal Ben, damit er irgendwen aussuchen kann. Oh, nimm es. Und du nimmst jetzt bitte mich, weil ich wurde schon als liberal geprüft. Nein, ich bin auch proof liberal. Warum nimmst du jetzt Konsti? Gehen die jetzt weiter? Ich weiß nicht. Die gehen noch nicht weiter, aber die haben auch noch keine Aus. Warum? Ich hätte gerne eine Erklärung, warum du Konsti nimmst, Ben. Es geht gerade darum, dass nicht Hitler gewählt wird, das weißt du, ne? Wahrscheinlich selbst Hitler und Wiss gewählt werden. Kann ich nicht für ja stimmen, tut mir leid. Okay. Warum wurde da gehauen? War da gerade etwa der Hitler zur Auswahl? Wer hat sich geschlagen? Warte mal, ging ja. Ach ja, stimmt, jetzt gehen die Schilder weiter, genau. Okay. Also David, ich wurde schon als Liberaler geprüft. Ich möchte hier... Moment, du kannst schießen. Ja. Oh. Lass die mal da stehen, die stehen in meinem Sichtfeld. Ja. Alter, was hast du für eine Kamera? Ja, ohne Scheiß.
Ich hab die größte beschissene Kamerapassion überhaupt. Steht in meinem Sichtfeld, Alter. Hast du deine Kamera. Sicht oder H oder so. Nein, Leertaste. Ich hab die anderes. Kamera, das so aussieht wie ein Echt, als würde es dort stehen. Achso, ja, ich dachte, du hast direkt vor den Patronen gefragt. Nur mal kurz eine Frage zum Spiel. Da das ja gerade eine außerordentliche Wahl war, haben ja immer die Schilder keine Rolle gespielt, aber wird das hier dann auch weitergeschoben? Ja. Ist nicht zustande gekommen. Ist ja nicht zustande gekommen. Ja, aber es war halt eine außerordentliche Wahl. Wa? Ja, da steht Fail und Election ist failed, also. Aber außerordentlich war es da. Ja, aber trotzdem hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das ist sogar eine Sache, die steht leider nicht hier drin im Notebook. Ja, dann deswegen. Machen wir es einfach. Also ich würde sagen, wir machen es genauso. Oh, ein Notebook. Und um zum Spiel zurückzukommen, ich möchte, dass Michael schießen darf. Dass Michael schießen darf? Ja, passt. Okay, also, dass wir jetzt Nein wählen, sagst du. Richtig. Das ist mir sicherer, als dass David schießen darf, ehrlich gesagt. Also ich sage jetzt nicht, dass ich dir nicht vertraue. Ich sage nicht, dass ich dir... Gelegt. Hast du? Kann ich sowas von Hitler. Hallo? Okay, du hast eine blaue gelegt. Sorry. Hallo? Ja, tut mir leid, habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich habe sogar die Wahl gehabt und ich habe eine blaue. Mit wem hast du gespielt? Mit Philipp. Ja, ich habe denen eine rote und eine blaue gegeben und der hat die blaue gelegt. Aber du hast eine blaue gelegt, also kann er nur Hitler sein oder liberal. Automatisch, wenn Philipp das Nein, hat. Er kann auch Faschist gewesen sein. Nein, er ist wahrscheinlich ja dann Hitler. Wer ist Hitler? Du! Ich bin Hitler, wer ist der Bund? Die Deutschen! Was? Nein, ich bin auch Hitler. Aber okay. Ja, immer auf die Ausländer schieben. Ist der Ali kriminell? Ich hätte den die Heimat, aber schnell! Ich bin absolut nicht sicher. Ich hab keine Ahnung, wen ich nehmen soll, Leute. Die kommen zu uns aus aller Welt. Moment, alle wollen deutsches David. Geld. Mal so eine Frage. Ja, einfach so. Traust du Konsti? Nein. Nein. Nicht Konsti. Ja, okay, es geht ja nicht darum, Konsti zu nehmen. Ja, aber das habe ich nur gemacht, damit ich weiß. Ich wollte darauf hinaus, dass Konsti Ganeshas Karte gesehen hat und gesagt hat, dass er liberal ist. Nimm doch einfach mit. Da bist du auf der. Können wir kurz Aufnahme stopp machen, bitte? Ich muss telefonieren, sorry. Warte, nee, ich kann das einfach. David AFK ist, hole ich mir eine Tafel Schokolade. Schokolade! Kurz hier auch mal. Ein paar Sekunden AFK. Ich bin kurz eine halbe Stunde weg, ja. Was würdest du gern? Eine rauchen? Ja, geh ruhig eine rauchen, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ja, bis gleich. Ja. Sorry. Hallo? Sind jetzt alle anderen weg, oder? Philipp ist sich die Schokolade holen gehen. Da, ich hab mir jetzt die Tafel Christian Schokolade ist eine rauchen gemacht. Gehen, Michael ist auf Toilette, Ben ist auch kurz weg. Und du bist wieder da. Warte mal, wer ist jetzt wo? Sind alle anderen weg, außer wir drei momentan. Ja. Dann krieg ich jetzt noch einen rauchen, oder? Ja, jetzt habt ihr die Pause angefangen. Kannst du ja, Chris ist auch eine rauchen, das passt schon. Ja, diese Raucher hier. Ich muss aber erst den und dann... Ja, dann dreh ich schneller, Mann. Mit Filter, ohne Filter? Ich weiß noch nicht. Du hast so viele Filter, kannst du nicht benutzen. Also lieber mit ohne Filter. Also mach auf beide Seiten mit Filter. Kannst du mit Filter ohne bitte machen? Nein, ich mach auf beide Seiten das. Ja, du hast ja so viel davon. Einfach rauchen. Du kannst ja auch anstatt Tabak nur Filter nehmen. Das stelle ich mir sehr eklig vor. Alter, bist du immer noch da? Ja, ich muss drehen, ich kann mit Filter nicht mit deinem Laufen drehen. Bin ich so fähig. Ja, dann bleib gleich da, jetzt kommt sicher wieder da. So, jetzt kann ich aber los. Bis gleich. Warte mal, M1. Nimmst du ihn noch auf, oder? Ja. Was habe ich denn jetzt verkauft? Jeder wieder da. Was soll ich verpasst auf diesen Genau? Keine Ahnung. Mein Bauch!
Was mit euch jetzt kaputt? Lacht ihr über eure Welteroberungspläne? Lieber rein, gerade kurz auf Kamera haben sie gesagt. Was für ein Bolle! Wo sind denn jetzt Chris und Philipp hin? Rauchen! Ich auch. Sehr schön. Alimentas. Meinst du die Tara? Genau. Ja. Scheiß mich alle. Das finde ich irgendwie schade, dass wir keine Facecams haben. So wie ich hier sitze, aber das kann man auch keinem zumuten. So, war was? So, Mies back. Baby. Sehr gut. Hast nichts verpasst. Ja gut. Boah, ich habe mich extra beeilt. Ich dachte, dass bin ich da. Voll spät dran bin. Ja, nice, ja, Alter. Easy. Also sind wir wieder vollständig hier. Was, glaub, du bist da? Ja. Ich möchte nochmal feststellen, dass ich lieber alt bin und Ruffy einfach nur so als Faschisten darstellen will. Ich habe kein, hab keine Ahnung mehr, wen ich als was für, irgendwie angesehen habe. Jetzt auf zu lachen! Sehr gut. Also ich bin liberal, ne? Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Wir scheinen halt ich für nötig. Pass zu haben, als wir auf Kacke gegangen sind. Ja. Ich so irgendwie. Ja. Keine Sorge, ich war doch da. Die haben sich jetzt wahrscheinlich so Nachrichten geschrieben, ne? Die haben schon genau geplottet, wen sie killen. Als erstes mal mich, weil ich die verschissenen Karten zugeschoben habe. Wenn sie merken, Stream. Ich war's nicht, dann Ruffy und ich hab ihn nicht Ja, die sind ja gerade in der Pause. Chris? Ja. Hast du gerade den Stream? Ja, wir sind gerade in der Pause, ne? Nein. Oder? Ja, doch. Was? Wir waren doch in der Pause. Wir machen jetzt weiter, hab ich gehört. Ja, nein, der Stream. Wir haben eine Pause, eine Minute. Ja, ist jetzt wurscht, können wir jetzt bitte weitermachen, die Pause war lang genug. Ja, nein, nicht unsere Pause, über Stream. Unsere Pause war lang genug. Ja, klar. Wir machen jetzt weiter. Damit wähl mich jetzt. Das ist der beste erste Satz nach dem Wähl dich jetzt. Wähl nicht. Egal, wen du wählst, nicht ihn. Also David. Mann, was für Spackos. Gut, ja, wir können. So, kannst mich wählen. Ich kann dir auch begründen, warum. Ich kann dir auch begründen, warum, David. Da hörst du mir jetzt zu, ja? Also, Ganesha, ich bin Buch und Faschist, also nimm der Mist. So, darf ich jetzt erklären, ja? Ja. Also, jetzt mal vollkommen ausgenommen, was Konsti jetzt nur ist, ja? Aber er hat mich als liberal geprüft. Ja. Aber egal, was ich sag, ich habe gesagt, dass er liberal ist. Ganesha? Ja, richtig. Also, mal angenommen, er ist Faschist. Er hat keinen Grund mehr, irgendwas in die Schuhe zu schieben. Er hätte, der einzige Grund wäre, mich in der liberalen Sicht hier als Guter darzustellen. Aber ich bin Faschist. So.
Er hat schon zugegeben, er ist Faschist. Nein, habe ich nicht. okay, nein, wähl mich nicht. Wir sollten so eine... Egal, was ich sage, es kommt raus, dass ich Hitler bin. In eurer Sicht. Was? Du bist Hitler? Nein. Aber mir ist gerade aufgefallen, je mehr ich erkläre, warum du mich nehmen solltest, würde ich in anderen Leuten Augen Hitler werden. Aber ich bin liberal. Sorry. Ja, ausgehend davon, also bleibt am Ende nur noch ich übrig, weil ich der Einzige bin, wo... Habe ich jetzt nicht verstanden, Ja, ist auch egal. Lass das einfach außen vor. Mir egal, wenn du nimmst. Hauptsache nicht Chris. Nicht Chris. Ja. Chris kann ja eh nicht wählen. Okay, nicht Chris. Und da du in meinen Augen nicht Faschist bist, eventuell aber Hitler, kannst du auch meinetwegen schießen, aber als... Nein, ich weiß nicht, ob er Hitler ist, aber selbst wenn er Hitler ist, kann er ruhig schießen, weil er weiß eh nicht, wer seine Faschokolleen sind. Er ist nicht Faschist, aber vielleicht Hitler. Wie funktioniert das? Für mich ist, gibt es zwei Faschisten und einen Hitler, ja? Das sind drei Rollen. Ich bin überall, das stimmt. Vielleicht bin ja auch ich Hitler. Vielleicht aber auch nicht, aber ich glaube eher doch. Vielleicht ist Hitler auch ich. Wer hat denn die erste Blaue gelegt? Warte mal. Ich hab dafür gesagt. Ich bin eben fragen, Ganesha. Ja. Traust du David? Schon, ja. Also ich bin mir... Traust du mir? Ja, auch schon. Muss ich sagen. Sollten wir dann nicht eventuell jetzt so machen, dass wir die Wahl nicht zustande kommen lassen, ich dann David wähle. Und damit können wir zumindest ausschließen, dass wir jetzt einen Hitler wählen. Hm. Das kann ich bei TKW so ausschließen, weil ich habe seine Karte gesehen und er ist liberal. Aber du könntest auch Fascho sein. Scheiße, stimmt. Ich war ja mir bei Konsti und Ganesha gar nicht sicher. Ganesha, ich finde, wir unterlassen solche Posts in Zukunft. Ja, ich habe die nicht verursacht. Ach, ich habe ihn ja nicht verursacht. Ach, das fällt mir ja jetzt erst wieder ein. Der war ja fischig. Also mein Vorschlag steht immer noch im Raum. Welcher? Also, nicht dass zu wir jetzt zu stellen, ich danach dich zum Kanzler wieder und wir damit keinen Hitler haben. Ja, wenn ich jetzt. Warte, stopp. Aber wenn ihr jetzt. Stopp, das ist vielleicht auch noch wegen der Pause. Ist es nicht noch die. Random-Wahl? Ja. Nein, die ist schon nicht zustande gekommen, oder? Ja, genau. Ja, stimmt, ja, okay. Ja, gleich Ben übergeben. Ja. Oder? Ja, doch. Alter, also, wir sind ernsthaft weiter, ich glaub's nicht. Gut. Weicher. Also, das ist machen wir es. Also lass uns auch mal weitermachen. Das wäre doch mal was. Ja, gut. Ja, nimm aber nicht Hitler bitte. Aber es ist wohl. Dann nimm Hitler die Folge ist eh schon lange. Ja, wir lassen es jetzt nicht zustande kommen. Kannst du auch mich nehmen? Ja, aber nicht also nicht. Alle liberalen Leute, ja? Ja. Wir müssen jetzt Nein stimmen. Richtig. Ja. Okay. Ja. Jetzt hast du es provoziert, deswegen jeder Nein. Ja, richtig. Seit wann ist Ruffy so proven, dass man Kanzler machen? Man macht mich doch nicht Kanzler. Er wird Präsident. Ich werde doch nicht Kanzler. Darf schießen. Okay. Ich werde Kanzler, Ben. Michael hat mit mir zusammen am Anfang eine blaue gelegt und hat danach zwei rote bekommen. Laut Chris. Und ich das einfach mit mal. Der Aussage, man wolle mich als Faschist richtig betonen. Ja, sie sind mir darauf gekommen, dass ich eine blaue weggelegt habe. Da muss ich es zugeben. Die Dinger gehen nicht weiter, wenn ich zustande kommt, oder? Nee. Ja. Okay. Ich nehme ihn, oder? Ist es jetzt ein Nein oder ein Ja? Nein. Jetzt nein, ist es ein Nein. Die Liberalen wählen Nein. Also ich finde... Ja, okay. Also ich würde mich zwar gerne als Kanzler nehmen, weil ich dann davon ausgehen kann, dass wir nicht Hitler nehmen und ich mir bei David noch nicht so sicher bin. Ich hab's geboten, ja, gemacht. Ups. Ja. So, wie abgesprochen. Ich hoffe nur, dass das kein Fehler ist, tatsächlich. Jetzt wird's interessant. Ansonsten vertraue ich dir nie wieder, Michael. Ich weiß selbst nicht, was er ist.
Aber vielleicht erschießt du auch einen Liberalen gleich. Okay, bist du Hitler? Nein, ich bin nicht Hitler. Okay. Oh, danke. Oder? Nein, bin ich nicht. Und leg bitte eine blaue, ich möchte nicht das Geschoss. Ah, dann kann das ja jetzt wieder anfangen. Werde ich erschossen. Wirklich die Wahl. Es tut mir leid. Wie schaffst du es jede Runde, das Target werden? Ja, echt mal, Alter. Ich werde ausnahmsweise nicht mal sauer, wenn... Ja? Was legt er? Okay, ich wäre ausnahmsweise nicht mal sauer gewesen, wenn er die rote gelegt hätte, damit ich schießen darf. Aber ich habe ihm die Wahl gelassen und habe zwei rote und eine blaue gezogen. Wen hättest du leicht erschossen sofern? Niemand, also ich wüsste nicht... Ah, da ist niemand erschossen. Achso, wir haben sie mal falsch gespielt. Es ging mir nur darum, ich hätte lieber die Wahl gehabt, dass ich schießen kann, weil ich weiß von mir, dass ich liberal bin und dann... Das ist toll für dich. Ja, aber es geht doch nur aus meinem Standpunkt heraus. Dann weiß ich halt, dass kein Faschist schießen wird. Ich kann sagen, kann dir sagen, dass ich TGWs Karte als liberal gesehen habe. Und? Ja, schön. Ja, also kann dir sagen, dass auf meiner auch aus meinem Standpunkt heraus solltest du ihn nicht erschossen. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Weiter geht's. Schokolade. So, und mein... Auswählen, wer kann's dann? Mein Problem ist gerade, wie es jetzt weitergeht. Ja. Ben, was hast du bisher gemacht? Warst du für eine blaue... Doch, du hast angefangen. Du warst, glaube ich... Ja, ich glaube, ich habe drei rote zu. Ja, stimmt. Okay. Ja. Die erste rote. Ja. Also, wir können uns nicht sicher sein, was Ben ist. Ja, ich weiß von mir, dass ich liberal bin. Konsti... Was fängt das wieder an, Alter? Ben, halt's Maul. Jetzt kommen die halt der Mols wieder, die mag ich ja, nicht. Es ist doch so. Ben fängt immer irgendwann in der Runde einfach random an zu sagen, ich wäre Faschist, ohne Begründung, ohne irgendeinen Grund. Ja, in der ersten Runde hat er das noch nicht gesagt, oder? Du bist für mich Hitler. Ich rede doch nicht von der ersten Runde. Alles klar. Wer ist für dich Faschist? Boah, Konsti. Konsti. Ich hätte gerne eine Erklärung immer noch. Eine Begründung. Wenn ich Hitler bin, wieso hätte ich dann Nein gelegt, wie du mich Kanzler machen willst? Richtig. Da war es nämlich 4-3 durch mein Nein. Ja, aber da war es ja noch wurscht, ja? Nein. Nein, da war es nicht. Da hätte Hitler schon gewinnen können. Deshalb haben wir auch gesagt, dass wir es nicht zustande kommen lassen. Ich hätte jetzt gern immer noch eine Begründung von Ben, weil der wirft immer random rein, ich wäre Faschist, ohne das ansatzweise zu begründen und ohne, dass es irgendeinen Sinn ergibt. Danke. Bitte. Ja, passt noch ein Grund, dich nicht zu wählen. Lächerlich. Hey, man sieht ja Parteienbildung. Was ist das, TGW? Das ist eine Nein-Karte, egal was er wählt. Ja. Gibst du mir meine Nein-Karte wieder? Du es gibt ja kein Nein. Nur noch ja. Nein! Okay. Ganesha hat nur noch die Wahl gehabt, ja oder ja. Jetzt komm, Ganesha, komm. Nein, ich wähle sowieso Nein, Alter. Ja, gibst du trotzdem weg. Die Wahl kommt nicht zustande, bei so einem Scheiß mach ich nicht mit hier. Geht mir auf den Sack langsam. Ja, dann nimm mich. Ja, ich kann sehr bestimmt. Es gibt aber keine Safe-Wahl, falls ihr noch nicht aufgefallen ist. Ja, das wollte ich ja eben begründen, aber deshalb bin ich ja jetzt Faschist anscheinend. Deshalb bist du jetzt auch Faschist, weil du das auch festgestellt hast. Ach, warum denn dann? TGW würde ich auf keinen Fall nehmen. Der ist sowieso absolut unsicher. Wenn ich du wäre, würde ich mir auch nicht trauen. Aber wieso ist er unsicher? Du warst auch bei einer Blauen dabei. Und den da auch ich war bei Blauen dabei und wurde von Konsti als liberal geprüft. Wird für mich... Also am safesten, für mich wird er echt die safeste Wahl bleiben. Ja. Am safesten sind ja immer noch Michael und ich. Oder ihn nehmen, aber die gehen beide weiß man es halt nicht. Ja, die gehen beide nicht. Weil ihr den Mister auch safe als Präsident haben wolltet. Jetzt sind halt beide gesperrt. Aber dafür liegt jetzt die Dauer, Alternative oder? War, wir hätten eventuell Hitler gewählt. Die Alternative? Naja, aber es ist halt... Ja, also so Ben muss sich entscheiden. Und entscheidet sich. Ich weiß aber auch nicht, für den Hitler. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich wählen soll. Ja, ich auch nicht. Ich bin eh froh, dass ich jetzt nicht wähle. Dafür weiß ich zu wenig über die Spieler. Was ich weiß, ist, dass angeblich von Konsti aus Ganesha liberal ist. Ist richtig. Ja, ich hab da
Wäre Konsti Faschist, würde dann nicht vielleicht TGW als Faschisten darstellen? Ja, das geht auch. Also ja, wir wissen nur, dass laut Konsti Ganesha liberal ist. Das ja, es ist jetzt entweder sind beide liberal, beide Faschisten oder einer Faschist und will den anderen überzeugen. Oder Konsti ist Faschist und TGW ist Hitler. Ja, das meinte ich damit mit zwei Faschisten. Ja. Das Binge liest das. Ah, dann würden wir immer. Ja, jetzt zieht ihr mich mit dem runter. Das stimmt aber tatsächlich, Konsti. Es ist komisch, wenn zwei. Der David und der Ruffin als Liberale so gegen den TGW shooten, weil der Ben das da so random. Ey, wir shooten doch nicht. Ich hab sogar gesagt, ich will wissen. Ich will halt wissen, warum der Ganesha, warum der Ben jetzt sagt, dass der Ganesha Fascho ist. Weil er der TGW immer ein ganz bestimmtes Verhalten hat, wenn er Fascho ist. Ja, aber das ist ja jetzt ein komplett anderes Verhalten als in der vorigen Runde. Es hat schon einen Grund, warum Ganesha und ich, wenn wir die Wahl haben, eine Karte von einem Spieler zu sehen, uns gegenseitig wählen. Weil das nicht so leicht unterscheiden. Jetzt mal ganz im Ernst, Ganesha ist doch jetzt ganz anders als in der vorigen Runde. Das ist richtig. Ich bin auf liberal jetzt mal ausnahmsweise. Fascho! Da war. Ach stimmt, da war auch Fascho. Da war Chris, da war Hitler und Ben war ja, auch genau. Fascho. Ja, ich erinnere mich. Ich bellt doch einfach mit, dann ist das Spiel vorbei. Ja, und deshalb ist es unsicher, das Spiel zu sehen. Also Fakt ist auf jeden Fall, egal wen Ben jetzt nimmt, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass er schießen darf. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Das ist ein legitimer Einwand. Und vor allem, wenn ich aus Bens Sicht hier schlecht bin... Aber nächstes wird TGW schießen, das will ich auch nicht. Ja, ich bin von Konstis Seite her liberal. Das ist auf jeden Fall safe, als wenn Ben schießt. Ja, von Konstis Seite und Konstis. Ich weiß allerdings auch nicht, wen ich erschießen würde. Ja, Mann, wenn er schießen kann, ist echt geil. Das ist absolut nicht geil, Alter. Aber wenn du Faschist wärst, wäre TGW ziemlich fix Hitler. Ist Ben Kanzler, Hitler? Was hast du gerade gesagt, was? Chris? Was? Kannst du mir das bitte nochmal wiederholen? Na, Konsti hat ja die Karte genommen. Richtig? Sagen wir mal, er wäre jetzt ein Faschist. Und ja. Du wärst Hitler. Dann würde dich logischerweise als Liberalen decken, damit wir dich irgendwann als Kanzler wählen. Aber nur weil er Faschist ist, kann er ja auch, wenn ich liberal bin, meine Karte anschauen und sagen, ja, er ist liberal. Warum... Das sagt nicht zwangsweise, dass ich Hitler bin, nur weil er Fascho ist. Zwangsweise, aber ja. Wer weiß. Unser Präsident ist ja auch der Meinung, dass du wohl Hitler sein könntest. Und dem kann ich nur beipflichten. Lächerlich. Wer weiß. Warte mal, wer hat das gerade gesagt? Was? Dass er beipflichtet, dass Ganesha Hitler sein könnte? Ich? Ah, okay. Bei dir geht's klar. Ich hab für einen Moment gedacht, Konsti hat das gesagt und wollte dann nicht erzählen. Ja, ich war das nicht. Es ist echt schwer, mich jetzt zurückhalten zu müssen, weil ich sonst... Angenommen, wir lassen die Wahl jetzt nicht zustande kommen. Was machen wir dann? Ja, dann können wir dann überlegen, dann ist Ganesha Präsident und hat die gleiche... Also, ihr seid euch also sicher, dass ich entweder liberal oder Fascho bin, ja? Quatsch, liberal oder Hitler. Liberal oder Hitler. Ja? Habe ich so rausgehört aus dem, was ihr sagt. Also nicht, so. Ob du Hitler bist. Du kannst alles sein, Tegel. Ja, du kannst alles sein. Jeder kann alles sein, stell dir vor. Ich bin Stalin. Nur daran glaubst, David kann nicht Hitler sein. David kann nicht mehr Hitler sein. Ja, aber das ist richtig. Und ich glaube auch nicht, dass David Faschist ist. Du glaubst mir? Ich war für zwei Blaue verantwortlich. Ich habe zweimal Blaue gewählt sogar. Ja, und ich habe David die Wahl gelassen. Eben, ja. Ja, ich war auch. Also bin ich auch liberal, Mann. Warum werde ich immer als Fascho hier hingestellt? Ja, Mann, wie kommt das denn nur? Ich möchte nochmal zitieren. Wählt mich zum Kanzler und das Spiel ist vorbei. Hallo? Ja. So ist es ja auch. Er liegt dann zwei Blaue auf einmal. Ja, Mann. Ich habe mal die Superskills hier. Ich weiß nicht, ist nicht die beste Wahl ist, mich als Kanzler zu wählen und die Wahl dann nicht zu machen. Nein! Dass wenn wir es so jetzt klappt. Zweimal nicht zustande Problem kommen lassen, dann ist Philipp Präsident. Ja, dann hat er genau die gleiche Auswahl. Dann darf er aber auch schießen. Oder wir machen jetzt eben. Oder wir haben dazu. Oder es ist auch. Wir müssen hier zum Kanzler. Also nichts mehr. Liegen eine rote und Benner schießt TGW. Das halte ich für eine sehr schlechte Idee, weil Chris für mich Faschist ist und Philipp bleibt eigentlich das Spiel wegen dieser Aussage damit, wenn die nicht zustande kommt. Ja, leider. Warte mal, Ganesha. Das möchte ich nochmal hören. Chris ist für dich Fascho.
Aha. Ja, und das mit der Begründung. Als erstes war das da am Anfang mit der blauen, die er angeblich da gelegt hat, um dich als Fascho dastehen zu lassen. Okay, ja. Dann kommt ja, noch das dazu. Kann man schon mal verwechseln. Ne? Also. Ach, das war vor der Pause, das zählt nicht. Zwischen. Das weiß der David gar nicht. Zwischen wirklich Fascho sein und einfach nur boshaft, da ist ein Unterschied. Auf jeden Fall sind da zwischendrin ein paar Bemerkungen gekommen, wodurch ich Chris nicht mehr vertrauen konnte. Und jetzt, wo er plötzlich anfängt, Philipp vorzuschlagen als Kanzler und auf jeden Fall möchte, dass Ben Präsident bleibt, dann ist mir irgendwie da irgendwas nicht so ganz... Da denkst du, nee, das geht nicht. Kanzler, ich will Kanzler werden, um zu gewinnen als Hitler. Das funktioniert super. Siehst du, wie Philipp voll dabei ist? Du willst einfach die ganze also, Zeit, wir dass müssen, du nicht erschossen bist. Du musst doch Hitler sein, Mann. Wir müssen auf jeden Fall irgendeine unsichere Wahl durchgehen lassen, damit wir wieder David nehmen können. Das ist eben das Problem. Yeah. Heute. Ja, dann nehmt mich als Kanzler. Nein, nehm dich nicht als Kanzler. Nein, ich nehm mich als Kanzler. Mann, ey. Ich bin aber die sicherste Wahl. Ich war der Einzige, nein, wo er blau und beteiligt ist noch. Okay, wer hat alle mit dem Consti mal traded? Also wer, wann, als der Zeitpunkt war, wo Consti Kanzler war, wer war der Präsident? War noch nie Kanzler. Keine Ahnung. War noch nie Kanzler. Okay, war noch ja, der Kanzler, als Consti Präsident war. TKW, da hatte ich drei rote. Hab ihm zwei davon weitergegeben. War der Einzige, oder? Ja. War sonst noch nie. Okay, das lässt mich jetzt dem Consti vertrauen tatsächlich, wenn er das jetzt nochmal sagt. Oder nein, Moment. Ich muss kurz denken. Er hat also drei rote gehabt. Er weiß, dass ich liberal bin. Aus eurer Sicht seid ihr euch nicht sicher. Aber warum sollte er mir zwei rote... Also er hat auf jeden Fall keine blaue weggeworfen. Da bin ich mir sicher. Er hat keine blaue weggeworfen. So, weil er hat keinen Grund, mir zwei rote zu geben, wenn ich Hitler wäre. So, das habt ihr eben mal aufgebracht. Ja. Ja. Der darf ich jetzt wieder, ja? Bist du fertig? Spricht das nicht irgendwie dafür, dass er die Wahrheit sagt und ich liberal bin und nicht Hitler? Und nein, ich auch nicht tut Hitler das bin. Nicht. Das möchte ich nämlich damit rechtfertigen. Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass er eine blaue weggelegt hat. Das ist deine Einschätzung, das aber nicht die Wahrheit. Aus meiner Sicht hat er keine blaue weggelegt. Doch, es ist die Wahrheit. Aus deiner Sicht hat er keine blaue weggeworfen. Richtig. Aber das stimmt nicht, doch so. Das heißt, aber nicht sagen, dann nimm Konsti als Kanzler. Beim vom 10 her wird es auch in... Meinetwegen lass ihn Faschist sein, aber er ist nicht Hitler. Oder? Hm? Ben, du wirst vorhin mitgezählt, ne? Hey, da hat wer meine Karte umgedreht. Wer ist jetzt du? Da hat wer meine Karte umgedreht. Oh, da hat wer meine Karte umgedreht. Also, ich glaube, ich habe den Durchschnitt gefunden, Philipp. Was hast du da anerkannt? Seine Hand da hinten? Nein, ich habe das Gefühl, jahrelange... wie die Karte sich ankühlt, herausgefunden, wer nicht Hitler Erfahrung. Ist. Ich bin nicht Hitler. Ja. Und haben wir nicht eben gesagt, wir wollen Ben nicht schießen lassen? Ja. Warum? Dann ist es dann ja eh egal. Warte mal, regeln wir das ein für alle Mal, okay? Ja, warte, TKW wollen wir auch nicht schießen lassen, oder? Ja, warte. Also ich würde mich gerne schießen lassen. Ja, und ich wollte auch nicht schießen wenn lassen, du, oder? Wenn eben. Du jetzt die Wahl bekommst, dass du schießen darfst, wen würdest du abknallen? Da bin ich mir tatsächlich schon... Genau, ich würde schwer. Ah, Ben. Ich würde TKW shooten. Ja, natürlich würdest du das. Du bist ja auch Faschist. Es ist einfach keiner Ach, safe. Du. Weil ich habe vorhin durchgezählt und dann ist entweder Konsti der Oberst hat den Scheiß gebaut. Ja, aber wenn Oberst sagt, er ist mit Absicht baut ich und ich weiß nicht, wie ich Oberst einschätze. Also ich würde David abschießen. Ja. Ja, dann... Mach das fertig. Vor allem, wenn wir jetzt nicht Ben schießen lassen, dann geht das so lange weiter, dass dann ja, glaube ich, schon Randoms gelegt werden, es oder? Ist egal, wie oft wir jetzt Nein wählen,
weil die Wahl bleibt immer die gleiche. Einer von euch muss Kanzler werden. Ja, selbst wenn dann David irgendwie Präsident wird, muss immer noch einer von uns Kanzler werden. Ja, genau. Da muss immer noch einer von euch Kanzler werden. Das heißt, ihr könnt das. Ja, aber Moment, dann. Ist dabei aber auch schon wieder eine random. Aber ich bin ja relativ safe, oder? Ja. Ja, vom Schießen her schon, aber dann kommt immer noch irgendwer als Kanzler. Und es ist nicht Ruffian. Ja, schon klar, aber ist es. Ich weiß nicht, ob es am safe ist. Und dazwischen kommt noch eine random Card. Und was ist, wenn wir einfach. Wahl, so ein bisschen zu haben, plus die random oder ohne, ist dann wieder eine Sache. Also es würde uns Zeit aussparen, wenn wir jetzt einen Kanzler nehmen. Ja, richtig. Durch die Pause geht das alles sowieso noch so ewig. Schon so ewig. Bin entscheidet, ich bitte. Ja, ich... Das heißt ja, dass wir jetzt eine Wahl zustande kommen lassen müssen. Aber wen? Mich. Ja, ist die Frage. Der ja, dann nimm Philipp, oder? Nein. Und Philipp. Was? Ja. Hat er jetzt mal vorhin beteiligt, wo David die Blaue gelegt hat. Ich hab ihm die Wahl gelassen. Kann ich bitte nochmal sagen, ja, dass ich bisher der Liberalste hier am Tisch bin? Also jedenfalls von denen, die gerade ausgewählt werden. Und was macht Hitler? Er spielt zu liberal wie möglich. Ja, natürlich kommt jetzt dieses Argument, das bringe ich immer, du Arsch. Bringt den nicht jeder, ich bring das auch immer. Es kommt ist alles halt irgendwann zurück. Schneidiges Schwert, wa? Deshalb habe ich das hier die ganze Zeit, also eben, als ich da gesagt habe, nein, ich rede jetzt nicht weiter, sonst bin ich eh Hitler. Das ist mir auch aufgefallen. Dann kommt eh wieder, du hast wohl liberal gespielt, weil du bist Hitler. Ja, Mann, du bist auch Hitler. Also, Konsti hat gesehen, dass ich liberal bin. Ich habe blaue gelegt. 2 Stück. Ja, du warst an 2 beteiligt. Ich glaube, dass das die Sache, dass ich seine Karte als liberal abgestimmt habe, müssen wir einfach weglassen, weil oder so werde ich mit TGB ins Fascho geredet, weil ich weiß nicht. Immer wenn ich sage, ja, ich habe so eine Karte als liberal gesehen, also ja, beides Faschos. Digavi ist relativ wahrscheinlich Hitler. Bei Malcolm haben relativ wir gar wahrscheinlich keine Ahnung. Nicht. Und Konsti ja, hätte schon die Chance gehabt zu gewinnen, falls er Hitler gewesen wäre. Er wollte sich selbst aber nicht mal zum Kanzler haben. Ja, stimmt. Angeblich, als er zur Wahl gestellt wurde, hat er selbst Nein gewählt. Hab ich auch. Ja, okay. Ja, gut, dann ist Konsti das war die beste Wahl. Dann ist das, glaube ich, ja... Dann ist das, glaube ich, die safeste Wahl gerade. Ben, ja, jetzt, worum geht's? Um wen geht's gerade? Wissen wir es halt nicht. Ben, nimm Konsti. Er könnte sein oder nicht. Kann ich bitte nochmal kurz hören, warum Konsti jetzt. Weil, wie Konsti zur Wahl stand als Kanzler, hat er selbst Wahl. Nein gewählt. Genau, weil ein paar Leute halt gesagt haben: Nee, nicht Ben als Präse oder so. Okay. Irgendwas war da, das, oder dass David es wird oder dann halt Ruffin. Philipp, das nicht auch schon gemacht, weil es halt schon drum ging. Wäre der Hitler gewesen, hätte er und die Faschos dann wohl ja gewählt, aber hat er. Genau, und er hat sogar selbst Nein gewählt. Ja, dann nimm Konsti meinetwegen. Okay, ja, kannst du noch jemand erinnern, wer Allah Nein gesagt hat in dem Zeitpunkt? TGW hat Nein gesagt, Konsti ich dann Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Ich glaube, Philipp war der Einzige, der Ja gesagt. Also ich habe Nein gewählt. Ich war der Einzige, der Ja gesagt hat. Okay, ja, ich glaube auch. Es waren 3 Ja, stimmt. Es waren 3 Ja. Und ich war einer davon, das heißt Ruffy und Oberst wäre dann noch einer gewesen, oder? Nein, ich hab Ja gesagt, weißt du. Ja. Dann nimm Philipp, der hat auch schon mal Nein gesagt für sich selber. Kann mich nicht erinnern, aber ich glaube eigentlich, dass ich Nein gewählt habe, weil wir gesagt haben, wir lassen die Wahl nicht zustande kommen. Nein, ja, es ging darum, dass es halt die erste Wahl war, wo Hitler Kanzler werden konnte. Genau, ja, genau. Wir wollten halt... David Kanzler wird, weil er wird der nächste Präsident, dann haben wir nochmal Nein gewählt. Ja, ist er. Und dann ist er Kanzler geworden. Na, wenn es vorbei ist, dann bin ich eigentlich auch ganz froh. Nein, Moment, doch, also wenn er außerordentlich ist, hat das dann lassen wir diese Wahl. Alle ja, bitte. Und dass Ben Möchtinger schießt. Genau. Ich möchte auf jeden Fall Richtung Ende gehen. Ich hoffe, dass er nicht Hitler ist, aber ich möchte gerne langsam mal weiterkommen. Bist du jetzt? Ja, was okay. War so obvious! Wo war das jetzt bitte obvious? Ja, ich habe gesagt, dass er Hitler war, oder? Nein! Was? Wieso hast du ihn denn gewählt? Genommen? Ich habe dann nur gesagt, dass er verschissen vielleicht Hitler ist. Und das war wie immer liberal. Das war überhaupt nicht obvious. Was? Das war echt nicht obvious. Verschissen? Ja. Ja, servus, Konsti. Also bei Chris war ich mir relativ sicher, tatsächlich. Konsti, hast du wirklich 3 Rote gehoben für Tigerweh? Ich habe dazu beigetragen, ich habe wirklich 3 Rote gehabt. Okay, nur weil dann eben
weil ich, weil dann eben dieses komische rauskam, weil ich hatte zwei blaue und eine rote und habe sie halt Ruffy zugeschoben. Ja genau, und ich habe die, hab die blaue weggelegt. Und dann deshalb dachte ich mir, komm, stelle ich lieber mich als wahrscheinlich Faschisten da. Ich habe die rote davon nicht wissen. Und vor allem, weißt du, anstatt zu sagen, ich habe drei rote Karten gewählt, einer vor mir muss gelogen haben, ja, ich glaube, ich habe eine blaue. Nein, dann wäre das zurückgegangen darauf, dass Konsti gelogen hätte und ich wollte nicht, dass irgendein Verdacht auf ihn kommt. Also war da doch was faul dran, ich hab's doch gewusst. Ja, es war nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Doch, ich hätte gewinnen, wenn mich Ben genommen hat. Ich war der geklatscht hat. Also, war ich der. Also doch. Ach, so ein Mist, da muss man mal mehr drauf gehen. Also ey. Der hätte definitiv auch gewonnen. Hm? Oh mein Gott, ich war so mad. Ich dachte, Ben hat mich genommen, weil das war wieder so eine Aktion, er ist Fasche und er macht das also zack, stellst du da einfach so hin. Und dann war ich so, boah, ich kann mich jetzt nicht verraten, ich muss ein Nein nehmen, wenn alle Nein sagen, es wird ein Nein. Und dann, ach. Hast du wirklich Nein gewählt gehabt bei deiner Ja, er hat Nein gewählt. Ja, ich hab wirklich Nein gewählt. Weißt du, du hättest ich dachte, es sind sich alle einig, den Nein wählen und ich kann nicht als einzig mit einem Ja da stehen oder mit ja. einem zwei falschen. Ich muss aber drei Ja's und das ist logisch. Ich muss aber gestehen, ich habe dort Ja gestimmt, aber auch nur, weil ich nicht gehört habe, dass wir jetzt Nein wählen werden. Ja, ich wusste auch nicht, dass wir Nein wählen. Ich dachte mir, yeah, Konsti. Das heißt, ich hätte jetzt auch liberal sein können, aber ich hätte dann trotzdem da Ja gewählt gehabt, weil ich nicht mitbekommen habe, dass wir jetzt Nein wählen. Ich habe eh immer noch davon ausgegangen, dass du liberal warst. Keine Sorge. Ja. Das heißt, dass ich guter Fascho bin. Ja, weil ich dich gedeckt habe, weil ich dir den Fascho zuschieben wollte. Ja. Wobei ich sagen muss, du hast dich sehr offensichtlich als Fascho dargestellt. Da wäre selbst ich auf mich ein bisschen hier suspicious geworden. Ja, aber solange es nur auf mich geht und nicht vor allem, weißt du, klar, ne? Aber es war egal, es hat trotzdem irgendwie so richtig schlimm, hat den keiner gefunden, den Chris. Vor allem nach der Pause dann, ja, also nochmal um anzumerken, ich habe die Blaue weggelegt, ja, nicht Ruff. Da dachte ich mir, alles klar, komm. Ja, Chris ist ein Guter. Ja. War eine lustige Pause. Ich bin mich lieber selbst im Museum, ja, meine Kamera. Lustigere Pause, aber ja. Was war jetzt eigentlich so lustig? Das kann man schlecht erklären. Ja, das kannst du dann im Video sehen. Wahrscheinlich. Weil ich war da Videos und ich weiß es nicht. Ja, dann weißt du es halt nicht, ist mir ja egal. Das wäre ein bisschen zu lang, das Video. Ach was. Wieso, die Pause wollte ja noch rausschneiden. Ja, nicht komplett. Ja, aber jetzt wirst du es drüber lassen müssen. Ja. Genau, so ist in der Richtung. Oder so. Ja, auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, Digga. Irgendwie schlecht drauf, Ganesha. Hey, was? Nein.